Den Drittligaturnern der WTG Heggenkoi gelang gegen die TSG Backnang ihr zweiter Saisonsieg. Der Start verlief für die WTG Heggenkoi als Gastgeber sehr holprig. Schonungslos nutzten die Gäste von der TSG Backnang die ausgemachten Fehler aus. Auch die passable Kür von Lovis Spieß, für die er 5 Scorepunkte erhielt, konnte nicht verhindern, dass Backnang mit 10:9 das erste Gerät für sich entscheiden konnte. Sehr unzufrieden mit ihren Leistungen war die WTG nach mehreren Stürzen auch am Pauschenpferd. Lediglich durch noch mehr Stürze auf Backnanger Seite und durch die Darbietung von Manu Chur, bei der er sich wieder einmal selbst übertraf, konnte das Zittergerät noch mit 9:7 gewonnen werden. Nach einem 12:0 an den Ringen stand es zur Halbzeitpause 30:17 für die Ausrichter. Am Sprung lief es mit einem 9:3 recht ordentlich für die WTG. Hier trumpfte Nicolo Spieß mit der Tageshöchstwertung von 13,2 Punkten und 4 Scorepunkten auf. Mit einem 6:3 am Barren konnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden. Die Brüder Nicolo und Lovis Spieß sorgten hier für Scorepunkte. Wirklich etwas reißen konnten die Gäste am Ende nicht mehr. Mit dem aus dem letzten Wettkampf gezeigten Siegeswillen und hoher Präzision erfüllten die Turner der Gemeinschaftsriege auch ihre Aufgabe am letzten Gerät und gewannen das Reck dann noch mit 12:0. Mit 57:23 Scorepunkte.